Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Kapitel 12 der Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir haben gerade damit aufgehört, den Bär'schen Kategoriensatz zu beweisen und auch den Satz von Bär, der nichts anderes sagt, als dass in einem vollständigen metrischen Raum jede offene Menge von zweiter Kategorie ist. Dazu haben wir uns im Wesentlichen so eine Menge an Punkten konstruiert, induktiv, die einer gewissen Restriktion bezüglich der Rand oder des Radius der Umgebung unterlagen und das benutzt, um die Vollständigkeit ins Spiel zu bringen via einer Cauchy-Folge. Das war sozusagen der Beweisablauf. Für Details natürlich wie immer im letzten Video nachschauen. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Den Satz haben wir bewiesen. Daraus wollen wir jetzt zwei, drei Folgerungen ziehen. Und zuerst mal zwei Folgerungen, eine davon relativ klar. Eine davon müssen wir sozusagen beweisen, weil da muss man halt eine Kleinigkeit zwischenschieben. Ich habe wieder unterschiedliche Versionen vom Skript. Wir müssen mal gucken. Also, Folgerung 12.6, jeder metrische Raum M ist von zweiter Kategorie, das müssen wir nicht beweisen. Ne? M als ganzer metrischer Raum ist in sich selbst offen und auch abgeschlossen, damit ist es nach dem Satz vom Bär von zweiter Kategorie. Also da brauchen wir nichts beweisen. Aber jetzt, wenn wir eine Basis eines Banachraums wählen, haben wir entweder endlich viele oder überabzählbar viele Elemente in der Basis, aber wir haben keinen Banachraum mit einer abzählbaren Basis. Das ist eine Folgerung, da müssen wir mal beweisen, weil das folgt jetzt nicht einfach, oder das sieht man nicht einfach ein, indem man halt raufguckt. Wo steht hier unten nicht 30. September? Ich habe doch 1. Oktober eingegeben. Es ist auch der 1. Oktober. Alles höchst mysteriös. Muss ich mal im Tech-Code gucken. Naja. Machst du nix. Wo waren wir? Genau, wir müssen das beweisen. Ne? Also Beweis von Folgerung. Weil das hat 12.7. Genau, den haben wir hier kurz eingeschmissen. Ja, was nehmen wir natürlich an? Wir nehmen an, wir haben eine abzählbare Basis, ne? Also Annahme x habe eine abzählbare Basis. Ja, und die nennen wir natürlich einfach x1, x2 and so on. Dann definieren wir Unterräume. Also definiere Unterräume. Und zwar relativ kanonisch, nämlich wir nehmen xn einfach als den Spann der ersten n Einheitsvektoren, beziehungsweise der ersten n Basisvektoren, so rum, nicht Einheitsvektoren, und zwar für ein n aus den natürlichen Zahlen. So, dann folgt, weil das ja eine Basis ist, xn ist immer ein echter Unterraum. Ist für alle n aus n echter Unterraum von, was ist das Ding, x. So, jetzt haben wir aber gesagt, wenn wir einen echten Unterraum haben, im Beispiel 12.4, dann ist das Ding nirgends dicht. Ne? Also 12.4b, Punkt 4b, xn nirgends dicht in x. Und zwar für alle n aus n. Ne? Jo. Jetzt ist x aber auch gleichzeitig die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über alle diese xn. Das heißt, das wäre auch nirgends dicht bzw. mager. Ja, jetzt ist allerdings x der gesamte Raum, muss also nach dem Bär'schen Kategoriensatz von zweiter Kategorie sein. Ja, also das ist ein Widerspruch zu Bär und damit haben wir den Satz bewiesen. Ja, also entweder endlich viele oder schon überabzählbar viele. Aber so ein Zwischending gibt es nicht. Zumindest nicht bei Banachraum. Ne, Banachraum brauchen wir deshalb, weil wir wollen ja die Vollständigkeit haben. Sonst können wir den Bär nicht anwenden. Was wir jetzt machen wollen, ist eine wichtige Anwendung des Satzes von Bär. Und zwar wollen wir uns angucken, wie die Unstetigkeitsstellen einer Funktion oder einer Funktionenfolge verteilt sind. Das können wir folgendermaßen machen. Was wollen wir damit bezwecken? Wir wollen irgendwie nochmal mehr als jetzt in dieser Einfolgung die Wirkung dieses Satzes in Beweisen kennenlernen. Also wie kann ich diesen Satz in Beweisen überhaupt ins Spiel bringen? Das ist ja auch bei vielen Sätzen erstmal nicht ohne weiteres so ersichtlich. Und deshalb machen wir das jetzt mit Satz 12.8. Und zwar betrachten wir zwei metrische Räume, M und Y,
Also y ist meistens immer der Zielraum. Und wir nehmen uns eine Folge fn von Funktionen stetig von m nach y. Und der Limes existiert punktweise. Also wenn ich n gegen unendlich schiebe bei der Folge, dann existiert das für alle x in m punktweise. Und dann ist die Menge der Unstetigkeitsstellen von f, also der Zielfunktion, mager. Kleines Beispiel. Wir nehmen uns als metrischen Raum m das Intervall 0, 1 in R und als y nehmen wir uns das gleiche. Na, mehr brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir die Funktionenfolge fn x hoch n. Dann existiert der Limes punktweise. Aber die Menge, die Funktion f hat eine Unstetigkeitsstelle und zwar in der 1. Da springt sie. Ne? Und einpunktige Mengen sind ja mager. Das heißt, hier ist der Satz quasi illustriert. Hätte ich reinschreiben können, aber ich sag's einfach mal. Das ist aber ein Beispiel, das sollte einem eigentlich auch einfallen, wenn man das sieht. Wenn das jetzt ein bisschen zu viel des Guten ist an Voraussetzungen, dann bitte einfach mal Bescheid sagen, dann bemühe ich mich, das ein wenig runterzuschrauben. Aber x hoch n ist so die erste Funktionenfolge, bei dem es da klingeln sollte. So, das müssen wir beweisen. Ja, da müssen wir uns klassischen Drei-Teiler-Beweis überlegen. Ja, man holt sich irgendwie Epsilon Drittel raus. Also ist bei Stetigkeit irgendwie immer das Erste, was klingelt. Na, komm her. So. Also Beweis von, was ist das? Satz 12,8. Ja, dieses Grafiktablet ist manchmal echt ein bisschen schwammig, beziehungsweise ein bisschen sperrig. So. Also, was wissen wir zunächst? Wir haben vorausgesetzt, die fn sind stetig. Ja, also fn, das ist sozusagen das Erste, was wir ins Spiel bringen, stetig. Das heißt, also für jedes n, das heißt, die Mengen, die ich jetzt definiere, die nenne ich fmj. Das sollen alle x aus m sein, sodass die Distanz fn von x, fm von x kleiner gleich 1 durch j für n größer gleich m ist. N größer gleich m ist. Wobei m und j aus den natürlichen Zahlen kommen. Diese Mengen sind alle abgeschlossen. Na, weil diese Distanzfunktion hier, die ist eben stetig. Die Dinger sind punktweise konvergent. Das heißt, das hier wird irgendwann mal kleiner gleich als 1 durch j sein, nach Konvergenz von Folgen. Na, das ist im Wesentlichen Definition, die dahinter steckt. So, jetzt konvergiert die Folge ja punktweise. Das ist ja Voraussetzung. Also die Folge konvergiert punktweise. Das heißt, m ist die Vereinigung über diese fmj's. Und zwar, wenn ich das j quasi festhalte und das m laufen lasse. Weil 1 durch j ist eben quasi ein Epsilon. Ne? Und da ich Konvergenz habe, wird das kleiner als jedes Epsilon. Das heißt, eigentlich ist das j strunzen egal. So, jetzt nehmen wir uns noch ein paar andere Mengen dazu, nämlich die Komplementmengen und die Komplementmenge von Komplementmengen. Das klingt auf den ersten Blick schlimmer, als es ist. Also die Mengen dj gleich Vereinigung m gleich 1 bis unendlich fmj innen, die sind offen, und die Komplemente dj Komplement sind Teilmenge, ne, daraus folgt. Also die sind offen, weil das hier sind offene Mengen und das ist eine abzählbare Vereinigung offener Mengen. Die ist wieder offen, das folgt im Wesentlichen aus topologischen Eigenschaften. Und damit gilt, wenn ich das Komplement bilde, lande ich in der Teilmenge von m gleich 1 bis unendlich. Und jetzt bilde ich hier oben sozusagen paarweise bzw. argumentweise die Differenzmenge. Und das Ganze ist keine echte Gleichheit, sondern nur eine Teilmengenrelation. Aber das Ganze ist im Wesentlichen nichts Dramatisches. Es ist nur Anwendung des Komplements und dann eben Anwendung der Gleichheit hier oben. Mehr ist das nicht. So, jetzt ist das hier allerdings eine nirgends dichte Menge.
Denn wenn ich das abschließe und dann das Innere nehme, ist es leer. Ne? Weil wenn ich das hier abschließe, lande ich auf dem Rand sozusagen. Wenn ich den Rand dann das Innere nehme, dann bleibt nichts über. Das heißt, das, was hier steht, das ist mager. Das ist eine Abzählbarvereinigung. Nirgends dichter Teilmengen. Das heißt, das Komplement DJC oder DJ-Komplement ist eine magere Menge. Ist, oh, das ist aber ein komisches S geworden, ist mager in M. So, und das heißt, wenn ich jetzt alle diese DJCs für J vereinige und das S nenne, also S gleich Vereinigung, J gleich 1 bis unendlich DJ. Wer ist das Scheißvieh? Kompliment, so. Das ist ebenfalls mager. In M. Ja, weil eine abzählbare Vereinigung magerer Teilmengen ist wieder mager. Das haben wir direkt nach der Definition als Bemerkung festgehalten. So, sei nun ein x aus diesem S-Komplement gegeben. So, das Komplement von S, das bilden wir einfach nach den de Morganschen Regeln. Das ist einfach der Schnitt, j gleich 1 bis unendlich, ja, über dj-Komplement-Komplement. Komplement. Ne, also einfach der Schnitt aller dj's. So, dann folgt für j aus den natürlichen Zahlen nee, zu j aus n existiert m aus n, sodass x jetzt in fmj innen liegt. So, müssen wir kurz nachvollziehen, wo das herkommt. dj war ja die Vereinigung von fmj innen. Jetzt ist x aus dem Schnitt aller dj. Das heißt, es gibt zu jedem j ein Index, sodass x in der entsprechenden fmj innen liegt, weil das x liegt ja in jeder dj, sonst lägt es ja nicht im Schnitt. Das ist also auch relativ klar. Und das heißt, wir finden ein Alpha größer 0. Ja, es existiert ein Alpha größer 0, sodass die Distanz fn von y, fm von y, sodass das kleiner gleich als 1 durch j wird, und zwar für n größer gleich m und y aus der Alpha-Umgebung von x abgeschlossen. Na, gucken wir mal, ob das Sinn ergibt. Fn von y, fm von y, das ist im Wesentlichen ja das, was hier in den fmj drin steht. Jetzt ist x sogar im Inneren, das heißt, es gibt, das hier wird auf jeden Fall irgendwo mal erfüllt, aber es wird nicht nur erfüllt in dem einen Punkt, sondern es wird in der ganzen Umgebung erfüllt aufgrund der Offenheit. Jo, genau. So, und jetzt müssen wir das im Wesentlichen noch zusammenpuzzeln. Wir lassen mal n gegen unendlich laufen. Ja doch, da, das n ist richtig. Also Grenzübergang, so ein Standard-Analysestrick, Grenzübergang n gegen unendlich. An der Stelle geht jetzt natürlich voll die Stetigkeit und die punktweise Konvergenz ein. Ne? Also punktweise Konvergenz heißt, das ganze Ding konvergiert gegen f von y und die Stetigkeit der Metrik, ne? In diesem Hinblick. Das heißt, wenn ich das hier n gegen unendlich schicke, dann komme ich raus df von y, fm von y ist kleiner gleich als 1 durch j. Und zwar natürlich jetzt für y aus u Alpha von x quer. Jetzt können wir das n größer gleich m weglassen, weil jetzt ist es natürlich irgendwie weg. Beziehungsweise formal unendlich, wenn man das so möchte. So, fm ist ja eine stetige Funktion vorausgesetzt, ne? Das heißt, jetzt können wir mal die Epsilon-Delta-Stetigkeit schön ausschreiben. Also fm stetig. Das heißt, es existiert ein Delta, was größer 0 ist, aber kleiner gleich Alpha. Also so aufgeschrieben. Und zwar derart, dass die Distanz oder die Metrik von fm von y zu fm von x kleiner gleich als 1 durch j wird. Und zwar für d von x, y kleiner gleich Delta. Also das ist sozusagen die Delta-Umgebung im Urbild. Das ist sozusagen die Epsilon-Umgebung im Bild, nur das Epsilon ist jetzt ein 1 durch j. So, und jetzt müssen wir das zusammensetzen. Na, also für Y aus U Delta von x, ja, das ist letzten Endes diese Bedingung hier, gilt.
Und wichtig ist, dieses U-Delta von x ist in U-Alpha von x enthalten, aufgrund dieser Voraussetzung hier. Das werden wir jetzt gleich benutzen. D von f von y zu f von x. Das ist kleiner gleich. Jetzt Dreiecksumgleichung für die Metrik. D von f von y zu fm von y plus d von fm von y, fm von x. Plus die Distanz d von fm von x, f von x. Also wir ballern hier eigentlich nur fm von y rein, dann da noch ein fm von x und das Ganze mit der Dreiecksumgleichung aufgebastelt. Das hier oben, das ist kleiner gleich als 1 durch j, das haben wir hier gezeigt. Wir sind ja in dieser U-Alpha-Umgebung, weil da liegt ja die U-Delta-Umgebung drin. Das heißt, das hier ist kleiner gleich 1 durch j. Das hier ist kleiner gleich 1 durch j wegen dieses Argumentes. Ja, und das hier ist kleiner gleich 1 durch j nach dem gleichen Argument hier oben, nur mit vertauschten Rollen. Das heißt, das ist nichts anderes als 3 durch j. Und das ist nichts anderes als f ist stetig in x. Zack. So. Jetzt war x aus dem Komplement von s, wenn ich mich nicht schwer irre, ne? Wir haben x aus dem Komplement von s. Das heißt, f ist stetig auf s-Komplement. Das ist m ohne s. Ja, und das hier, ne, das ist eine. Also das Komplement davon ist s. Das Komplement davon ist mager. Das heißt, wir fassen das nochmal zusammen. Also ist f unstetig auf s und s war mager. Ne, das heißt, die Unstetigkeitsstellen sind tatsächlich eine magere Menge. Und das ist ja genau das, was wir sozusagen zeigen wollten. Gut, das ist also so eine Anwendung, die nicht auf der Hand liegt. Das ist eine schöne Anwendung, aber eben nicht von vornherein klar. Insbesondere, wenn man diesen Bärschen Kategoriensatz sozusagen nicht hat, dann funktioniert er gar nicht, ne? Also dann funktioniert dieses Argument nicht. Der Bärsche Kategoriensatz geht hier insbesondere so ein, dass halt offene Mengen von zweiter Kategorie sein müssen, ne? Und S-Komplement ist halt offen. Gut, das wäre die Anwendung sozusagen. Jetzt gucken wir uns noch so ein bisschen Abschlussgeplänkel an, sozusagen. Zwei, drei Folgerungen habe ich hier noch stehen, wenn ich mich nicht irre. Und eine Bemerkung. Jo. Die erste Folgerung ist, wenn ich halt in einem vollständigen metrischen Raum mich befinde und die Funktion f als Limes von so einer punktweise konvergenten Folge sozusagen anschaue, dann ist die auf einer nicht leeren Menge zweiter Kategorie stetig. Na, das heißt, die Stetigkeitsstellen liegen nie mager. Das ist die Umkehrung sozusagen von 12,8. Das ist relativ selbsterklärend. Und dann haben wir noch eine Anwendung zu linearen Operatoren. Nämlich, wenn wir so eine Funktionenfolge f n haben und wir stellen uns vor, alle fn hier in 12,8 wären Operatoren, dann ist ja sozusagen die Grenzfunktion Operator. Und jetzt hatten wir irgendwo in Kapitel 5, nämlich in Satz 5,4, mal gesagt, dass für Operatoren Stetigkeit in einem Punkt sofort die Stetigkeit auf dem ganzen Raum impliziert. Das heißt, wenn ich 12,8 sozusagen mir anschaue und ich habe die Stetigkeit von einem Operator in einem Punkt, dann habe ich sogar die Stetigkeit der Grenzfunktion auf dem ganzen Raum in diesem Fall, ne? Also die Stetigkeit der Grenzfunktion muss auch in einem Punkt gelten. Also für lineare Operatoren ist das noch ein stärkerer Satz, aber die sind ja auch stärker restringiert. Dann haben wir noch eine Folgerung, wo man noch einen kleinen Beweis führen muss. Wir nehmen uns zwei normierte Räume, x und y. Der Urbildraum x ist vollständig. Und wir nehmen uns eine Folge linearer Operatoren Tn von x auf y, die punktweise gegen einen Operator t konvergiert. Dann ist auch das t stetig. Also auch das t stetig linear. Da müssen wir einen ganz kleinen Satz zu schreiben. Das geht aber relativ schnell. So. Jetzt muss ich nochmal kurz rüber wechseln. Wir wollen im Wesentlichen den Satz von Bär draufballern.
ne, beziehungsweise diesen Satz 12.8, der ja dann sagt, okay, die Menge der Unstetigkeitsstellen, die muss mager sein. Also Beweis von Folgerung. Was ist das? 12.11. Also Voraussetzung war, x ist normiert und vollständig. Nur normiert heißt, es ist metrisch. Kann man machen. Und vollständig sagt, okay, der Satz von Bär ist anwendbar. Also die Voraussetzungen implizieren sofort, der Satz von Bär ist anwendbar und damit ist Satz 12.8 anwendbar. Na, wir gucken nochmal ganz kurz nach, was waren die Voraussetzungen von 12.8? Voraussetzungen von 12.8 waren zwei metrische Räume, das ist erfüllt. Eine Folge, Fn, die stetig sind von m nach y, das ist erfüllt. Und die punktweise Konvergieren. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Was mich gerade an einer Stelle ganz kurz ein bisschen stört. Aber auch das haben wir wahrscheinlich sofort raus. Ja, alles gut. Ich hatte mich nur ein bisschen daran gestört, dass hier keiner der Räume vollständig ist. Aber der Beweis läuft ja so durch. Wir haben ja an keiner Stelle die Vollständigkeit gebraucht. Gut. Na. Komm her. So, also 12.8 ist anwendbar, so wie er da steht. Das heißt aber, wir finden mindestens ein x, wo es stetig ist. Weil Unstetigkeitsstelle ist ja mager. Eine magere Menge, die Menge der Unstetigkeitsstellen. Und dementsprechend gibt es mindestens ein x, wo es entsprechend stetig sein muss. Ja, weil sonst wäre die Menge der Stetigkeitsstellen mager. Ja, also es existiert ein x aus x, sodass dieses t, der Grenzoperator, stetig ist in x. So, und dann sagt 5.4, okay, Stetigkeit in einem Raum impliziert die Stetigkeit. Ja, das heißt, dann folgt sofort t in L von x, y. Damit wäre man dann quasi schon durch. Ist also kein langer Beweis oder ein schwieriger Beweis, sondern man muss einfach nur nochmal hinschreiben, dass es gilt. Ist nicht besonders dramatisch. So, das war 12.11 und dann haben wir zum Abschluss noch eine äquivalente Formulierung des Satzes von Bär. Und zwar können wir die Bemerkung oder die Aussage des Satzes von Bär, dass in einem vollständigen metrischen Raum jede offene Menge von zweiter Kategorie ist, äquivalent umformen, indem wir zum einen sagen können, wenn wir einen vollständigen metrischen Raum haben, dann besitzt eine magere Menge keinen inneren Punkt. Ja, weil würde eine magere Menge einen inneren Punkt besitzen, dann würde irgendwo eine Menge drinstecken, die nicht nirgends dicht wäre. Dann haben wir ein Problem. Und andererseits ist äquivalent dazu, wenn wir einen vollständigen metrischen Raum haben, dann ist ein abzählbarer Durchschnitt offener und dichter Mengen in M dicht. Ja, also wenn ich offene Mengen habe, die zusätzlich dicht in M liegen, dann ist der abzählbare Durchschnitt, also eine Vereinigung dazu zum Beispiel, der Schnitt von n gleich 1 bis unendlich, der ist wieder dicht. Das heißt, wenn ich den abschließe, verliere ich keine Information sozusagen. Das ist auch nur äquivalent dazu. Das ist sozusagen die, die letzte Aussage, die hier in diesem Kapitel drin steht. Diese äquivalenten Formulierungen, die sind manchmal recht nützlich, wenn man halt gerade so einen speziellen Fall hat, wo gerade diese Formulierung das Gewünschte tut. Ja, ansonsten reicht einem eigentlich diese Aussage, dass wenn ich einen vollständigen metrischen Raum habe und da drin eine offene Teilmenge, dass die dann von zweiter Kategorie ist. Wie gesagt, reicht häufig, reicht nicht immer. Ich sage einfach mal, der Satz von Bär ist unser erstes Prinzip. Weil es ist schon ein überraschender Satz, ein wichtiger Satz. Nicht jeder Autor nimmt das als erstes Prinzip auf. Ja, das fängt manchmal vielleicht ein bisschen später an. Für meiner Meinung nach ist es allerdings doch schon so fundamental, dass es als eigenes Prinzip durchgeht. Es ist auch tatsächlich eines der Theoreme in diesem Skript. Also nicht nur ein Satz. Nächstes Mal machen wir weiter mit einem dann wirklich von den meisten Autoren auch wirklich anerkannten Prinzip, nämlich dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Das ist nochmal eine schöne andere Kategorisierung von gewissen Mengen. Da ist viel Anschauliches bei. Das kriegt man ganz gut rüber. Und das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, dass ich dieses Semester irgendwie pro Woche, pro 2 Wochen so einen Teil durchkriege. Ein bisschen was ist ja noch vorbereitet. Da muss man einfach mal gucken, wie es klappt.
In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht oder ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Solltet ihr irgendwo Fragen haben oder sollten noch Fragen offen sein, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch sehr über jede Art von Kritik, Anregung oder Lob. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal und damit tschüss.